Und die Aufnahme läuft auch wieder. So, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Eigentlich noch ein bisschen weiter questen, würde ich. Und auch schauen, wo wir demnächst mal umziehen würden. So, gucken wir erstmal die Quests. Was haben wir denn? Tischsäge für den Schreiner, Handspindel der Jägerin, die Hauptstadt. Hauptstadt würde ich noch nicht hingehen. Die Dinger würde ich vielleicht mal machen. Tour des Oswald anders. Und auch wieder 2 Kilometer. Können wir da irgendwie schnell reisen? In die Nähe? Wo ist denn der? Hier. Wir können hier. Ja, komm, wir können dahin schnell reisen. Dann machen wir das. Reisen wir da eben schnell hin? Flachs. Nice. Okay, hier muss ich dann mal kurz suchen. Hier drin. Die sind auch hier Stufe 13. Yo, wie viele kommen hier jetzt von denen? Autsch. Fachwerkblock. Haben wir den endlich? Gibt es hier noch Gegner? Die Bienen. So, hier einmal lesen. Warte. Bevor ich lese. Erstmal 10 loswerden. Jetzt haben wir Ruhe, oder? Ja. Ach nein. Man hat hier einfach keine Ruhe. Ich will doch nur einmal in Ruhe lesen. So. Jetzt dürfte aber keiner mehr da sein, oder? Oh, Nägel. Okay, jetzt möchte ich lesen. Das ist alles wert. Was für ein Saustall, dachte ich. Ein Haufen von Banditen, Gaunern und Schwachköpfen, die sich schon bei einem Kartenspiel gegenseitig abstechen würden. Die Mannschaft ist ungehobelt, aber ein paar Tage in der Mine zu schürfen, macht selbst die härtesten Räuber mürbe. Uns hält ein einziges Versprechen zusammen. Elixier für alle. Ich hoffe, Samef steht zu seinem Wort. Ich guck mal, ob es hier noch mehr zu finden gibt. Hier nicht. Neunundzwanzig Schaden, rostiges Kurzschwert. Wo ist denn das? Wenn ich den einmal kurz hier. 29? 25. Will ich erstmal trotzdem das rostige Schwert beibehalten? Wenn er mehr Schaden macht.
auf. Ich erschrecke mich jedes Mal. Mehr gab es hier aber jetzt nicht. Wie sieht's mit der Hütte aus? Hier gäbe es nur diese Bücher. Und Indigo. Okay, mehr ist hier nicht. So, dann die 50 Meter noch in die Richtung. Gucken, was wir da finden. Steinerlager. Da ist eine Höhle von Ebern. Kupferpfeile. Position erreicht. Finde die verlorene Ausrüstungstruhe. Ist die vielleicht da bei den Ebern drin? Ich gehe mal von aus, dass die da drin ist. Oder auch nicht? Hä? Leg mich mal ganz kurz hier schlafen, dass die Nacht vorbei ist. Ich höre da auch die ganze Zeit irgendwas knurren. Ah, hier flimmert was. Ihr seht das doch, ne? Hier! Peter des Donner. Tu das Asphalt anders. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. So, das ist neu. Zerstörtes Niemandstal. Die Häuser in Niemandstal sind zerstört. Vielleicht kann ein scharfes Auge inmitten der Ruinen noch verbliebene Bausteine entdecken. Oh! Wir waren da doch kürzlich. Hier, Niemandstal. Dann reisen wir mal dahin schnell. Wieso ist das jetzt nicht markiert? Ich finde schon, wir sehen ein bisschen lustig aus mit dem Hut. Hier können wir rüber. Suchen wir uns den Weg zum Niemandstal wieder zurück. Ich glaube, hier kommen wir nicht entlang.
Das war mal ein Wasserfall. Gehen wir einfach die Straße entlang. Bringt uns, glaube ich, eher mehr was. Jetzt werden wir einfach so querfeldein und dann diese ganzen Lavafälle hier. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, gibt es hier irgendwo auch normales fließendes Wasser? Hier gerne auch mal richtiges, normales fließendes Wasser sehen wollen. Das Lager kennen wir, glaube ich. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, kennen wir auf jeden Fall. So, rennen wir querfeldein. Vielleicht nochmal essen, wegen Gesundheit und Ausdauer. Würde ich auch vielleicht erstmal das Schwert benutzen wollen. Der hat mich einmal erwischt, aber egal. So, Standort oben. Irgendwas auch immer wir hier suchen. Ah, da ist ja noch einer. Heißt aber Standort oben, also hier vielleicht? Durchsuchen? Grobgestimmter Steinblock, da haben wir's. So, hier grobgestimmter Steinblock. Aus Stein und Schutt machen wir ihn. Okay, legendäres Material haben wir noch nicht. Ja, jetzt ruckelt's wieder, natürlich. Ist hier irgendwo noch was Neues? Geht aber noch richtig weit nach Norden. So, ich erkenne jetzt aber gerade keinen neuen gelben Punkt. Ich erkenne hier aber noch ein Miasma.
Elixierbrunnen, den wir noch nicht gemacht hatten. So. Fast 800 Meter, aber die machen wir, die schaffen wir wohl, oder? So einfach entlang, ohne abzurutschen, den Berg einfach hoch an dieser Kante. Nein, man rutscht hier die ganze Zeit. Okay, das wird wohl nichts. Schade eigentlich. Okay, darum würde mehr Sinn machen. Warte mal, das kenne ich doch auch da hinten irgendwie, oder? Kommt mir auch bekannt vor, die Stadt oder Dorf. Ja. Kenne ich tatsächlich. Da waren wir sogar vorhin noch irgendwann. Jetzt habe ich keine Fackeln. Kann ich denen so noch irgendwie entkommen? Ganz komisch mit meinen Schatten gerade im Gesicht da. Hier ist das, okay. Wir haben immer gut. Und direkt oben gelandet, perfekt. Stufe 11. Nein. Das wird ein bisschen zu viel gerade.
Okay, die sind hier doch ein bisschen stark. Schon sehr stark gewesen. Was hatte der eigentlich jetzt für eine Waffe gehabt? Ich glaube, wenn die hier so stark sind, dann gehe ich lieber. Mit Stufe 11 immer noch, obwohl wir selber Stufe 11 sind, so stark sind, machen wir das ein andermal. Würde ich das machen, wenn wir Stufe 12, 13 sind. Apropos, wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Auch nicht mehr so viel. Wo mit Pfeil und Bogen geht. Jetzt hör auf zu rennen! Da kommt schon der nächste. Nein! Oh, so ein Depp. Eine Nachricht oder ein Albtraum? Eine einsame Gestalt kam in die Taverne, als ich sie gerade schloss. Sie bat darum, sich zu mir zu setzen und ein Getränk mit mir zu teilen. Er erzählte mir von einer unerschlossenen Ressource unter der Erde. Wenn wir tief genug graben, sollen wir ein neues Potenzial für die gesamte Menschheit freisetzen können. Klingt interessant. Ich müsste mal schauen, dass ich mehr Heiltränke auch mache, zubereite. Vielleicht machen wir mal die Quest. Ist auch nur 1500 Meter entfernt. Warte mal, wenn wir im Dings da sind. Hier in dem Bereich. Können wir schnell reisen? Zeit für die Ernte ist da oben. Warte mal. Man erkennt da so einen roten Bereich hier. In dem Bereich, wo jetzt der Cursor ist. Wenn ich hier bin, da rechts neben dem Fragezeichen, nördlich von dem Teleport-Ding. Hat das was zu bedeuten? Können wir da überhaupt hin? Oder vielleicht machen wir Obeliskenforschung. Einer wäre da. Und einer wäre hier. Dann gehen wir auch dahin mal. Ich kann hier nicht. Ich kann nicht schnell reisen. Okay, weil ich im Miasma noch bin. Wir entfernen uns irgendwie komischerweise von dem Gebiet, aber ja, wir reisen da eh gleich machen eine Schnellreise dahin. Wer da? Da. Der hat geschossen. Stufe 11 wieder.
Für die nächste Stufe brauchen wir aber auch nicht mehr viel. Da ist schon wieder der nächste. So, die Waffe ist gleich hinüber. Ich würde den Weg nehmen, weil ich irgendwie hoffe, dass wir da irgendwie rauskommen. Ja, da kommen wir raus. Böse Blume auch nochmal erledigt. Würde ich einmal hier hingehen. Mach mal meine Sachen. Wir haben wieder eine neue Quest. Was ist mit ihm? Juhu! Fühl dich wie zu Hause. Das ist mein Zuhause. Meine Fachwerkblöcke. Du hast meine Fachwerkblöcke gefunden? Behalt sie lieber, für den Fall, dass du etwas mit ihnen anstellen möchtest. Ein neues Zuhause gebaut für die Ewigkeit zum Beispiel. So, apropos. Bei ihm kann ich ja das machen. Was braucht er? Miasma-Holz, Leinen, Garn und Miasma-Sack. Miasma-Säcke. Was brauche ich noch? Leinen, Garn, Miasma-Holz. Mal ganz kurz gucken. Was ist das? Rudlingsbeine. Haben wir hier noch irgendwo? Miasma-Holz? Haben wir auch keinen. Ich würde die wegmachen und dafür das da rein. Erstmal Holz haben wir. Was ist das? Erfahrungsschriftrolle. Was hat das jetzt gemacht? So. Zerlegen wir das auf. Okay, mehr Platz habe ich hier jetzt irgendwie nicht. Die Tücher brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir haben hier 150 von diesen Tüchern. Hier auch nochmal die Tücher. Weg damit. Pack dann die Miasma-Säcke da rein. Acht Miasma-Säcke brauchen wir. Wie viel brauchen wir noch für den verbesserten Gleiter? Sechs Miasma-Holz, vier Leinen, vier Garn. Garn kriegen wir schnell hin. Miasma-Säcke. My pleasure. Soll bitte hier hin. Ja,
Knochen brauchen wir auch eigentlich nicht mehr. Wie sieht's hier aus? Hier wird nichts gemacht. Hier wird nichts mehr gemacht. Hier wird nichts mehr gemacht. Hier auch nichts. Hier hätten wir Knochenmehl. So, was brauchen wir eigentlich für die nächste Verbesserung? Altar aufwerten. 5 Miasma Seelen. Wo kriegen wir nochmal die Seelen her? Hier unten hätten wir ja. 1 und hier auch nochmal. Und der Miasma Wurzel immer. Aber von was war denn das? Oder waren es die großen Monster, die mal Seelen gaben? Und nicht die Wurzeln. Ich schau noch mal, wovon wir die Dinger kriegen. Machen wir erstmal den da fertig. Na? Warte mal. Legendär. Hier, von denen kriegen wir mich. Mission, Quest oder was ich jetzt vorhabe? Die Mission hier haben wir ja mehrere. So, Obeliskenforschung, Zeit für die Ernte, aber das ist alles in so Gebieten, wo wir noch nicht stark genug für gerüstet sind und auch nicht aufgelevelt genug sind. Deswegen ist die Mission, die ich mir jetzt gerade selber aufgesetzt habe, genug Sachen zu sammeln, damit wir uns besser aufrüsten können. Also kann man sagen, so ein bisschen grinden. So, dass wir zumindest die Kupferrüstung da machen können, den besseren Gleiter, besseres Schwert, besseres Schild. Sowas in der Richtung. Und ein paar Miasma-Seelen halt aufsammeln, Miasma-Säcke einsammeln. Oder auch, kann man auch sagen, die Miasma-Roden kann man auch noch aufsammeln. Und ich habe jetzt gerade festgestellt, von diesen größeren Monstern bekommt man Miasma-Seelen. So, hier haben wir noch einen Schrein gehabt. So, dann würde ich vielleicht dahin gehen wollen, oder? Oder nee, warte mal. Wir brauchen Miasma-Säcke. Die gibt's hier in dem Gebiet. Gehen wir dahin.
Ah ja, und was auch eventuell vielleicht gut wäre, nützlich wäre, wenn wir irgendwie ein bisschen weiter hier in diesem Gebiet eine Stelle finden, wo wir uns sesshaft machen können, also eine Stadt bauen können. So was wie das da hinten in der Richtung. Das wäre nice. Da vorne ist eine Mauer. So, gebrannter Ziegel freigeschaltet. Nice. Ich hätte gern schon irgendwie eine Siedlung oder sowas, eine Burg. Irgendwie da oben in den Bergen. Da sehe ich was Rotes leuchten. Was könnte das sein? Das ist auf jeden Fall ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Kann auch sein, dass es Lava ist. Ja, ist Lava. Oh, Stufe 13 Gebiet. Ich glaube, das war keine gute Idee, hier hinzugehen. Alter, wie dunkel das jetzt hier ist. Den wollte ich jetzt nicht. Natürlich rennt der eine jetzt hinterher. Okay, hier gibt es nichts mehr. So, wir brauchen diese Blumen, aber in Blau. Und diese blauen Blumen, habe ich so mitbekommen, sind da unten im Miasma. Beziehungsweise alles, was irgendwie blau ist, ist im Miasma. Das sieht aus wie eine Blume. So. Ein Miasma-Sack. Da ist die nächste Blume. Noch ein Miasma-Hoden. Was ist das hier eigentlich? Waren wir hier schon? Distelsamen. Ist das neu? Thank you.
Der ist Stufe 15. Warum ist der Stufe 15? Yo. Kann ich hier irgendwo... Der springt sogar. Ein Stufe 15 Gegner hier einfach mal im Level 11er Bereich. Sporn. Was haben wir denn hier? Hagelgeißel. 26 Schaden. Neu geschieht das Miasma und das Elixier und Elixierbrunnen. Der macht 26 Schaden. Der nur 25. Achso. Ja, okay. Gibt's hier noch mehr vielleicht was zum Lesen oder sowas? Oder hier? Yo! Wir haben aber noch eine Truhe. Und ich würde den hier mal trinken. Weil mir jetzt auch voll was gebracht hat. Apropos, wie viel von den Miasma-Säcken haben wir? Zwei. Ich brauche noch ein paar Säcke. Da sind noch ein paar Säcke. So, noch einen schönen Hoden. Hier können wir eben kurz aufladen, was die Miasma-Zeit angeht. Ah, 11 Minuten haben wir. Könnte aber auch schauen, dass wir Miasma-Holz hier noch irgendwo einsammeln.
Da will ich ungern runterfallen. Einen würde ich noch einsammeln wollen. Und dann Holz suchen. Erstmal Holz. Ich glaube, ich sehe da einen. Das könnte einer sein. Stufe 12, perfekt. So. So, mehr Holz habe ich jetzt nicht. Okay. Aber das müsste, glaube ich, reichen. Das müsste schon, glaube ich, reichen. Wir suchen uns eben dann den Weg wieder raus. Und porten uns nochmal nach Hause. Dann können wir auch unser Schwertchen mal verbessern. Können wir auch einmal reparieren. So, Ausrüstung verbessern. Die Guillotine. Warte mal. Einmal ganz kurz gucken. Das sind zwei Hände. Wo haben wir die Dings? Erstmal alles so sortieren. Und einmal verbessern die. ...32 Schaden machen wir jetzt. Wuchtschaden, Stichschaden, Schnittschaden und nochmal Wuchtschaden. Finde ich nice. So, die können gelöscht werden. Wir haben 200 von den Dingern. Weg damit. So, was haben wir da? Schutt. Gebrannte Ziegel packe ich auch mal hier rein. So, warte mal. Ich glaube, ich würde dich immer kurz mit drüber nehmen. Können wir gleich mal was brutzeln gehen.
So 10 Miasma-Holz haben wir schon. Wo konnten wir was brutzeln? Wo hatten wir hier ein Feuer? Hatten wir hier eine Feuerstelle? Wir hatten hier keine Feuerstelle gehabt. Also ich sehe noch was, was ich noch einlagern kann. Hier zu den Baublöcken. Bei den Baublöcken ist kein Platz frei. So, Brennofen, Stein, Lehmklumpen, Metallschrott und Äste. So, wo haben wir? Hier haben wir kein Lehm. Hier haben wir auch nichts dergleichen. Haben wir überhaupt was, was wir brauchen? Also, Dings, doch, habe ich. Lehmklumpen, Äste, Stein und hier war Metallschrott. Ah, zu wenig Stein, okay. Gehen wir Steine kloppen. Oder so einsammeln. Geht auf. Dann können wir gleich eben was kochen, also das Fleisch wieder kochen. Okay, ist das neu, dass man die so abbauen kann? Aber die geben nur 3 Steine, hä? Warum geben die nur so wenig Steine? Das sind so riesen Klopper. Haben wir schon 39. Ich kann eigentlich auch die Dinger wegmachen. Ich glaube, die brauchen wir hier nicht. Hier könnten wir eine Mine machen. Jetzt. So. Okay, unsere schöne Steinmine. Jetzt haben wir 50. Einmal wieder reparieren. So, jetzt machen wir bitte genau den Brennofen. So. So war das, genau. Ich würde den dann hier hinsetzen wollen. Oh.
Den haben wir ja hier. Jetzt habe ich Mist gebaut. Ich wollte... Feuerstelle war das. Jetzt fehlen mir Holzscheiter. Jetzt habe ich Ressourcen verschwendet. Das war jetzt echt doof. So. Ja, hier kommen Dings. Ich würde die Steine vielleicht auch noch hier reinpacken. Nee, die Steine. Nicht die Steine, aber die Holzscheiten nehmen wir mal. Die Äste. So. Dann machen wir uns mal eine neue Feuerstelle bei ihm. Diese hier. Packen die dann stattdessen hier hin. Machen die aber so. Kann ich hier... Ich kann hier nicht kochen. Was soll denn das? Ich will irgendwo was kochen. Ja, dann scheiß drauf, ganz ehrlich. Dann wird das erstmal nichts mit dem Kochen hier. Aber warte mal, bei wem war das nochmal mit dem Leiter? Auch er, oder? Ja. Leinen. Wie kommen wir an Leinen ran? Miasmaholz haben wir. Garn können wir schnell selber herstellen. Miasmasäcke haben wir. Genug. Wie kommen wir an Leinen ran? Happy to help. Hier müssen wir einmal Schleim herstellen. Was bräuchten wir dafür? Erde, Miasmaflüssigkeit, Insektenstaub. Pray for your safety. Oh, anything else? Apropos, Ne, okay. Hier sonst noch was Neues? Werkbank. Gebrannter Ziegelblock. Gucken wir noch mal, was ist denn hier in der Nähe? Was wir noch nicht entdeckt, erforscht haben, wie auch immer. Hier ist ja noch alles rot, das Gebiet, bis auf die Fuchsflucht. Hier sind die zu stark. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Hi Leon. Müssen wir mal gucken, wegen Mittwoch. Weil abends bin ich ja selber wieder am Stream. Ich versuche jetzt das wieder hinzukriegen und so. Wieder den Rhythmus reinzukriegen. Und so. Lass mal morgen mal telefonieren. Wenn du willst. So. Ich will jetzt... Ich glaube, ich will mal hier hin. Ah, übrigens, du kannst auch sagen, hier, hallo YouTube. Das wird, das kommt die, das, der Stream, der kommt auch auf YouTube.
Ne, ich muss in die Richtung, ne? Westen. So. Geile Sache. Nice. Nee, der Chat wird nicht eingeblendet. Ich will schauen, wie ich das hinkriege, mit dem, dass der Chat auch noch da ist, ohne dass es irgendwie stört oder so. Muss ich mal schauen, wie ich das noch hinkriege. Wird aber noch kommen, auf jeden Fall. Vor allem, ich habe auch vor, irgendwann noch einen weiteren Kanal irgendwie zu machen, wo ich mit euch zusammen irgendwie auch Sachen reacte. Da ist dann die Neve dabei, auf jeden Fall. Muss ich aber erstmal schauen. Da haben wir einen Höhleneingang. Ich muss in die Richtung. Ja. Bin aber auch gerade dabei, Leon. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Aber auf YouTube meine ganzen Thumbnails nochmal ändern. Selbst die ganz alten Dinger. Weil der alte Stil, der hat mir gar nicht mehr gefallen. Sagen wir so. Was bin ich denn hier jetzt? Zur Bembelschenke. Ist definitiv hier neu. Bembelschenke, die kenne ich gar nicht. Über 13, okay. Ja, bestimmt wäre Nils auch auf jeden Fall ein geiler React-Partner. Aber ich weiß nicht, wollte das ja mit anderen Creatoren sogar zusammen machen und Nils macht ja leider nichts in dem Bereich. Öffnen. Oh, wie cool ist das denn? Das ist ja nice. Geheimtür. Noch ein Teerbogen. So. Gibt es hier noch irgendwie etwas zum Lesen oder so? Irgendwo versteckt. Wo so eine Taverne, so eine Schenke, will ich auch irgendwie machen. Hier gibt es einen Balkon. Will ich auch irgendwie bauen. Hat was auf jeden Fall. Sieht mega geil aus. Schade, dass hier irgendwie so viele... Mal alles mit. Schade, dass hier wirklich alles tot ist und unbelebt. Ich würde irgendwie gerne sowas mal sehen, wie es belebt ist und so weiter. Mit Leuten hier. Finde ich aber echt nice. So, hier auch nochmal.
Hier gibt's auch noch was. Auch zum Knacken. So. Hier war die Bämbelschenke. Und da wollte ich hin. Schmelztiegel ist hier vorne. Noch weiter Richtung Westen. Jetzt ist nur die Frage, komme ich da hoch? Wahrscheinlich da hinten. Ja, 10, 11 Uhr wird auf jeden Fall passen. Kannst du einfach anrufen. Samets Vermächtnis. Und das sieht so aus, als könnte man da durch. Ja. Oh. Ja, ich habe hier einen Durchgang geschaffen. Auch Stufe 13. Hier sonst noch jemand? Da gibt es was zu lesen. Hier ist nur die Frage, werde ich hier angegriffen gleich? Samet verlangt es. Hört zu, ihr faulen Säcke. Unser Anführer Samet verlangt, dass wir weitere Elixierbrunnen graben. So bekommen wir alles an Elixier, das wir jemals brauchen können. Wird gefährlich, aber das Risiko ist sicher wert. Grabt ihr nahen oder stellt euch dem Zorn Samets. So, wo sind noch mehr Leute? Da gibt es hier irgendwo so ein Bügeleisen. Ey, jetzt hat mir Hela das Aua damit angetan, Bügeleisen zu den Ambossen zu sagen. Kommen schon welche. Ja, der ist schon tot? Gehen wir zuerst nach oben oder hier unten? Ich glaube, wir bleiben zuerst hier unten. Ah, verdammt. Der zwickt mich die ganze Zeit. So, jetzt brauche ich aber dringend so ein Bügeleisen-Ding. Da haben wir einen. Lesen. Wir haben zu weit gegraben. Samet, deine Gier nach dem Elixier ist unstillbar. Du behältst es für dich, obwohl du gesagt hast, du würdest es teilen. Lügner. Wir, dein Volk, sterben für dich in diesem Tunnel? Wofür? Wir verbannen dich hiermit. Geh jetzt, sonst sollst du unsere wahre Stärke leben. Such dein Elixier anderswo. Das hier ist unsere Mine.
Stiefel des Bogenschützen. Sind die besser als meine? Aber die geben Gesundheitsregeneration. Dann würde ich das behalten. Ah, hier ist der Schmelztiegel. Und Bernstein haben wir gefunden. Hartholz. Kupferbarrenschmelze. Oh, nice. Haben wir Hartholz gefunden. Jo. Wo kommt der Spitze? Also wo kam denn der Stufe 1 Wolf her? Da hängt was. Lesen. Ein neues Oberhaupt. Samet wurde getötet. Sein Körper verrottet nun als Warnung an der Mützelsäule. Wir werden einen neuen Anführer nennen. Einen, der nicht durch Angst und Gier regiert. Einen, der gerecht und wahrhaftig ist. Das Elixier wird unser sein. Wer ist der neue Anführer und wo finden wir Samet? Die wollen jetzt hier alles in die Luft jagen, natürlich. Zaubererhose. Warum gibt es hier so viele Zauberersachen jetzt? Wohl Bogenschützenschuhe haben wir gefunden. Obwohl ich schon gerne die Kupferausrüstung haben wollen würde. So, hier geht's hoch. Was gibt's denn da oben? Wow. Hat sich voll gelohnt. Okay, gehen wir mal woanders lang. Wo kommst du denn der? Die habe ich vorhin da oben nicht gesehen. Autsch. Ah, okay, warte. Noch mehr? Ja, ich höre schon noch mehr. Nun, wo sind die? Wo geht's denn da lang? Na, steckst du fest?
Okay, was ist denn das für eine Höhle jetzt? Höhlenpassage. Eine Wolfshöhle. Stufe 15. Gehen wir zurück. Wir sind noch nicht so weit. So, wo ist denn der Weg zurück? Hier nicht. So. Ja, gegen Stufe 15 schaffen wir es noch nicht. Aber warte mal, wir haben doch hier wieder neue Fähigkeiten, ne? 4. Den will ich jetzt machen, endlich. Dafür haben wir ja gerade gespart. Da haben wir wieder einen neuen Wolf. Okay, der ist nice. Und hier sind wieder neue Gegner. Brauchen wir noch für die nächste Stufe? Ah, da hinten sehe ich noch jemanden. Nice. So. Höhlenpassage haben wir entdeckt. Saufstream, das glaube ich eher nicht, dass das kommen wird. Saufstream wird, glaube ich, nicht kommen. So, aber hier gibt es Kupfer. Ein Stream, wo wir Kupfer abbauen, 8 Stunden oder so, können wir gerne machen. Haben wir jetzt eigentlich im Rucksack? Warte mal, wenn wir jetzt hier noch mal kurz vergleichen. Kämpferhose. Nee, ich bleib bei der Kämpferhose. Ja, weg damit. Damit auch leider weg. Das können wir zerlegen. Haben wir sonst noch was? Und auch zerlegen. Yo. Das war jetzt übel. So, ist aber dunkel, ich sehe nichts. Aber unten habe ich ein Bett gesehen. So ist besser. Und wir gehen da noch mal rein. Warte. Achso. Ich höre hier noch irgendwo Gegner.
gehen da nochmal kurz rein. Da gab es diesen Bügeleisen. Hier. Oh nein. So. Okay, auf zur Markierung. Hier jemanden. Hier brüllt doch einer die ganze Zeit. Ach, da oben. Keine Ahnung, wie er da hochgekommen ist. So, muss ich dahin? Zu dem Gebäude hier oder? Was sind das für ein Gebäude? Ich höre Untote. So, ich glaube, ich nehme auch nicht mehr alles mit, was die haben. Na, komm her. Also, Salz nehme ich auf jeden Fall mit. Salz brauchen wir noch. Nur Inventarverschwendung, leider. Brauchen wir nicht. Wir können schon lange genug im Jasper bleiben, finde ich. Ich glaube, wir müssen da lang, ne? Oder wohin führt der Weg? Obwohl, das könnte, wenn man die Map auch betrachtet hat, ganz schön sinnlos an. Da vorne müssten wir hin. Ah, da. Da haben wir's. Den Obelisken.
Und hier gibt es auch noch was zu lesen. Was gibt's denn hier? Fortschritt und auch Kopfschmerzen. Nach wochenlangem eingehenden Studium habe ich Parallelen zwischen den vereinfachten phonetischen Zeichen der Ahnen und den historischen Ursprüngen der phonemischen menschlichen Schrift gefunden. Ich habe die Theorie, dass das moderne Alphabet von der antiken Silbenschrift abgeleitet sein könnte. Leider konnte ich meine Untersuchungen nicht fortsetzen, da aus einer Öffnung in der Nähe ein seltsamer Geruch nach Tod drang. Er hat den Verstand meiner Forscher vernebelt und bereitet allen Kopfschmerzen. Wie die Schrift der Ahnen, nur schlimmer. Warum haben die Erbauer nicht einfach ein traditionelles Alphabet entwickelt und sich stattdessen auf mehrere einzigartige, übertrieben komplexe Symbole für jede einzelne Silbe geeinigt? Piktogramme wären auch in Ordnung. Lorraine Krim. Obelisk der Erbauer. Gegen die Abgründe, die wir auftaten, eingebettet im Sternfall Königreich. Ein Abgrund so tief, dass das, was sich darin verbirgt, seit Jahrtausenden vor uns versteckt ist. Jedes Geheimnis wird irgendwann von der ewigen Flamme erhellt. Ein archaisches Übel, das sich zusammenbraut, wächst. Es muss vergraben, fortgespült, versiegelt werden. Die Menschheit sollte niemals mit diesen Ausläufern der Hölle in Kontakt kommen. Hier haben wir noch einen Schrein der Flamme und da vorne auch. Ah! Es ruckelt wieder. Wie viele Schreien der Flamme haben wir hier? Es gibt hier schon sehr viele von denen. Hier ist auch nochmal wieder eins. Und hier auch wieder. So, Werkstätten haben wir wieder. Hier was Neues. Schmelze. Gebrannte Ziegeln bräuchten wir dafür. 50 Stück. Warte, wie können hier noch was? Magieschilde. Block 4. 24 Parierkraft, 110 maximale Haltbarkeit. Plus 10% Feuerbeständigkeit. Dafür brauchen wir Bernstein, Kupferbarren und Kohle. Warte, ich habe da was vergessen. Noch irgendwas kann der neu? Hier den Schmelztiegel wahrscheinlich. Und eine Schutthake. Kohle und Kupfererz bräuchten wir. Okay. Ich würde aber noch mal kurz zurück nach Hause mich teleportieren. Wir brauchen ein neues Zuhause, definitiv. So, einmal hier reparieren. Und dann quatschen wir mit ihm. So, mein Hammer wird schon, richten. Oi! Zeit eine Schmelze. Ey, du hast meinen Schmelztiegel gefunden. Hm. War die Reise zu hart für dich? Hör auf zu jammern, Flammenblut. Eine Flamme wieder zu entfachen braucht Zeit und Geduld. Im Moment reicht es aus, die Schmelze herzustellen. Also an die Arbeit. Warte mal. Schmelze. Haben wir gebrannte Ziegel überhaupt? Erstmal alles einsortieren. Wir haben eingebrannten Ziegel. So, wir haben Lehmklumpen. So, Hartholz packe ich mal hier rein. Das können wir wegmachen. Oi! So, Lehmklumpen und Holz. Holzscheiter. Haben wir Holz? Wir müssen auch irgendwo genug Holzscheiter haben dafür.
25 Minuten wird das dauern. Das wird ein Spaß. Wenn das 25 Minuten dauern wird. Aber ich will das Ding haben, damit... Warte mal, können wir... Hier könnte ich Kohle herstellen. Aus Holzscheiter und Erde. Haben wir noch genug Kohle? Ja, das ist der. Getrocknete lila Beeren. Ne, wir haben keine, wir haben keine Kohle, okay. Nein, das wollte ich nicht. Nochmal. So, warte. Mal so. Nochmal teilen. So, dann passt das genau. Und packen hier das rein. Dann brauchen wir noch ein bisschen Erde. Würde aber ein bisschen von außerhalb nehmen wollen. Ich hoffe, das wird reichen, wenn wir Kohle herstellen können. So. Hier nicht. Wo habe ich Steine? Hier auch nicht. Hier. Wo hatte ich jetzt Kupfer gehabt? Kupfererz. Wir hatten doch nur so wenig Kupfererz. Könnte noch ein Weilchen dauern. Dann packe ich den Kupfer erstmal hier rein. Und den Schmelztiegel auch. Nicht, dass der uns verloren geht. Und dann würde ich jetzt noch mal ein kleines Päuschen machen, einen kleinen Break. Thank you.